Das War Requiem von Britten ist eine seiner drei oder zwei Meisterwerke zusammen mit Peter Grimes und Billy Budd. Es ist für zwei Orchester geschrieben, zwei Chöre, großes Chor und Kinderchor, ein großes Orchester und Kammerorchester, drei Solisten. Und das Text ist eine Mischung von den Requiem-Messe und Kriegspoesie von Wilfred Owen. Und Britten war ein großer Pazifist. Und diese Kriegspoesie von Owen vom Ersten Weltkrieg ist natürlich gegen Krieg. Das hat eine sehr spezielle Bedeutung für Benjamin Britten. Das Stück hat zwei Seiten, also das pessimistische und das dunkle Seite und auch Frieden. Es hat mit Frieden zu tun, mit Versöhnung. Wir haben als Chor in den letzten anderthalb Jahren so viele abgedeckte oder gedampfte Energie, dass wir loslassen wollen. Und dieses Stück gibt es die perfekte Gelegenheit, das zu tun, in unsere Dies Irae fortissimo zu singen, wirklich mit Leidenschaft, wieder unser Publikum zu sehen, die Gesichter. Wir sind so gespannt darüber. Sehr gut, wir von